Hallo zusammen, herzlich willkommen. Heute mal nicht aus dem Studio und heute geht es um ein Thema, das vor allem für euch ganz wichtig ist und für das ich, glaube ich, vielleicht sogar der Spezialist hier bin unter den ganzen Fitness-YouTubern. Denn es geht darum, wie man wieder reinkommt ins Training nach einer längeren Pause. Das heißt diesmal eine wirklich lange Pause. Ich rede also nicht für all diejenigen da draußen, die mal für 4 Tage 2 Einheiten verpasst haben. Oder manche von euch haben ja auch in 4 Tagen 8 Einheiten verpasst. Oder mal eine ganze Woche nicht da waren. Oder 2 Wochen auf Ibiza waren und nicht trainieren konnten oder nur Liegestütz gemacht haben. Für die zählt das hier nicht. Denn das sind, und das kann ich immer nur wiederholen, keine Trainingspausen. Das ist durchaus ein progressiver Trainingsstopp. Das heißt, es kann euch sogar stärker machen am Ende dieser Pause. Ich rede wirklich von einer Unterbrechung des Trainingszyklus, des Trainingslifestyle, des Trainingslebens, so dass man für mehrere Monate nichts gemacht hat. Manche von euch vielleicht sogar für Jahre. Allerdings ist es hauptsächlich an die eben gerichtet, die zu einem gewissen Erfolg kamen, die auf einem gewissen Niveau und Level waren und dann circa zwischen 2 und 12 Monate Pause hatten. 12 ist schon eine ganze Menge. Die meisten werden vielleicht zwischen 2 und 6 Mal Pause hatten. Vielleicht hatten sie gerade eine Klausurphase. Vielleicht hatten sie gerade für 3 Monate sind sie mal abgetaucht, was auch immer. Für diejenigen, die seit 5 Jahren raus sind und davor mal ein halbes Jahr trainiert haben, für die gilt das eigentlich auch nicht, obwohl sie trotzdem sich danach richten können. Steigen wir jetzt ein. Jetzt wisst ihr, an wen es gerichtet ist. Mir passiert das ja immer wieder und deswegen bin ich so ein Spezialist darin, denn ich bin auf ein recht hohes Level gekommen. Habe es aber nun schon seit 12 Jahren, dass ich nie durchgängig trainiere und selbst in den ersten 3 Jahren, also die wenigste Zeit habe ich tatsächlich mal durchgehend trainiert, die ersten 3 Jahre habe ich auch immer nur im Semester trainiert, heißt 3 Monate trainiert und in den Semesterferien, in der vorlesungsfreien Zeit, 3 Monate nicht trainiert. 3 Monate on, 3 Monate off, 3 Monate on, 3 Monate off. Und deswegen weiß ich zu gut, wie es ist, wenn man wieder reinkommen muss. Man hat am Anfang einige Symptome und gegen einiges muss man ankämpfen. Man fühlt sich meistens ein bisschen schwieriger mit den Übungen. Man hat auch nicht so ein richtiges Muskelgefühl. Das fehlt einem oft danach. Das merke ich, wenn ich nach einer langen Reise wiederkomme, mich in der Zeit nicht so ernähren konnte, wie ich sonst mache, nicht die Supplements nehmen konnte, dann habe ich erstmal kein tolles Muskelgefühl. Sprich, mir fehlt der Pump und natürlich ist auch nicht die Muskelmasse da und zu dem Pump kommt das noch dazu, abgesehen von den Ingredienzien, die den Pump verursachen und die Gewöhnung, ist es auch, ich habe nicht genug Wasser in meinem Muskel gelagert. Das alles führt dazu, dass wenn ich Bankdrücken mache, irgendwie das Gefühl habe, ich spüre es mehr in Armen, Knochen, in den Gelenken und so weiter. Man hat einfach nicht dieses richtig kräftige Fleischgefühl. Wenn ihr wisst, was ich meine, da muss man erstmal wieder reinkommen. Und wenn wir jetzt wieder reinkommen wollen, dann gibt es dazu mehrere Komponenten, die ich gerade schon erwähnt habe. Als erstes, fangt nicht von Tag 1 an, wo ihr wieder reinkommen wollt, erst dann euch wieder richtig zu ernähren, sprich die richtigen Sachen und mit der richtigen Menge an Ernährung und dann auch noch die richtige Menge an Trinken, zum Beispiel an Wasser zu euch zu nehmen und dann erst die Supplements zu euch zu nehmen und am gleichen Tag eine harte Trainingseinheit zu machen. Das bringt nichts. Ihr müsst hier ein Stufenprinzip verfolgen. Keine Sorge, ich rede jetzt nicht von einem Stufenprinzip innerhalb der nächsten 6 Wochen. Nein, wir starten allerdings. Fangt ihr an, wenn ihr wisst, ihr kommt gerade aus von einer langen Reise wieder, wie ich, oder ihr wollt einfach wieder anfangen, weil ihr zwischenzeitlich demotiviert wart oder dergleichen, dann wisst ihr das schon im Voraus. Und wenn ihr dann an einem Donnerstag seid und euch sagt, okay, Montag geht es los, dann fangt ihr Donnerstag bereits schon an, euch besser zu ernähren. Achtet wieder auf die Ernährung, trinkt wieder viel Wasser. Mit viel Wasser meine ich wirklich jenseits der 4 Liter. Ihr müsst nicht 10 Liter trinken, aber sorgt dafür, dass ihr 4 Liter Wasser trinkt und das nicht erst am Trainingstag. Und fangt schon an, die nötigen Basic Supplements zu nehmen. Wer nicht weiß, was die Basic Supplements sind oder wer auch generell nicht dafür ist, Supplements zu nehmen, das ist eine andere Sache, aber die Basic Supplements wie Proteinversorgung sollte schon vorher stimmen, nicht erst am Trainingstag. Vorher. Kreatin. Ganz gut, wenn ihr es schon vorher nehmt. Ich rede nicht von einer mächtigen Ladephase, nur ganz normal, vielleicht morgens ein bisschen was nehmen. Aber dass der Körper sich auch daran gewöhnt. Nicht, dass ihr dann mit Dünnschiss auf der Bankdrückmaschine sitzt. Dadurch habt ihr schon mal den einen Teil gesichert. Und ihr kommt, und das ist das tolle Mental, ihr habt das Gefühl, alles steht bereit. Energiestoffe stehen bereit. Die Aminosäuren stehen bereit. Das Kreatin steht bereit. Ihr seid bereits ein bisschen aufgebläht und ihr wartet nur noch darauf, die erste Trainingseinheit zu machen. Und mit der Motivation geht ihr dann rein. Und dann geht's los. Dann kommt der erste Trainingstag. Also wir reden von ungefähr 3 Tagen der Vorbereitung, Ernährung, Supplements. Und dann kommen wir zum Training.
Trainingsplan und Trainingshäufigkeit. Am Anfang bringt es überhaupt nichts, wenn ihr direkt volle Kanne einsteigt und einen reinen Rückentag macht, 4 Übungen dafür ballert mit jeweils 4 Sätzen und dann anschließend nach Hause geht. Denn ihr werdet, klar, 4 Tage Muskelkater haben. Der ganze Rücken fühlt sich natürlich prächtig schmerzhaft an. Aber davon werdet ihr nicht so viele Gains, und das wird nicht so progressiv sein, davontragen. Der gleiche Effekt wie mit den 16 Sätzen, wo ihr bis zum Schluss geht, wäre gekommen, wenn ihr einfach nur 4 Sätze Rudern gemacht hättet. Der gleiche Muskelkater in den gleichen Regionen, weil einfach der Muskel so geschockt ist davon, dass er wieder trainiert wird. Weil dort einfach was passiert, was schon so lange nicht passiert ist. Heißt, wenn wir sowieso in einen Muskelkater reinkommen, wenn wir sowieso also einen Reiz setzen, einen Trainingsreiz setzen und einen Schaden davon tragen, dann müssen wir das nicht ins Extrem steigern, weil dann ist es auch kein progressives Training mehr gewesen, was sein kann, was es in den ersten 1-2 Wochen sowieso nicht unbedingt ist. Ich nenne diese 1-2 Wochen immer, sagen wir mal lieber 2 Wochen, sich den Muskelkater abtrainieren. Erstmal machen wir also einfach was, wir gehen ins Studio, machen so viel, dass wir so oder so wahrscheinlich Muskelkater bekommen. Es soll durchaus auch ein ernstes Training sein, aber wir gehen nicht bis zum Schluss, wir sparen uns Intensivtechniken und wir machen nicht ein groß gesteigertes Volumen. Das sind alles Hebel, alle drei, die wir dann Stück für Stück aufbauen können in den nächsten Monaten, umso kontinuierlicher wir trainieren. Und da würde ich auch dann empfehlen, macht ruhig einen Zweiersplit. Ganzkörper auch nicht unbedingt, denn ihr wart schon vorher, wie schon gesagt, mäßig fortgeschritten. Da ist auch ein Ganzkörpersplit nicht unbedingt, dass man machen muss. Kann es machen, ja, vor allem für die erste Woche vielleicht, für die ersten 2 Einheiten. Aber auch da würde ich schon sagen, macht es mit einer Trennung Oberkörper, Unterkörper oder Push-Pull, wie auch immer, wie ihr es möchtet. Das Ganze dann für 2 Wochen. 2 Wochen trainiert ihr euch ab. Die erste Einheit für die Brust, für den Rücken, für die Beine wird eh so sein, dass ihr 4 Tage Muskelkater habt. Das heißt, selbst beim Zweiersplit kann es sein, dass ihr das leicht verschieben müsst. Dann trainiert ihr das nächste Mal und dann wird es schon ein bisschen besser. Und dann kommen die nächsten beiden Einheiten. Das heißt, ihr habt den Muskel wahrscheinlich 4-mal gereizt, jeden Muskel. Und dann sollten sie um die 2 Wochen um sein. Lass es mal ruhig 2,5 Wochen sein oder 3 Wochen. Und dann, und das ist das Wichtige, gehen wir aber auch schon über ins ernste Training. Wir machen nicht 6 Wochen lang ein Ganzkörpertraining oder so etwas. Nein, ihr wart schon mal auf einem gewissen Niveau und dann könnt ihr rübergehen und den Muskel auch wirklich ernsthaft separieren. Denn das gehört zum ernsthaften Training dazu, dass ihr gerade beim Bodybuilding, nicht beim Funktionstraining, nicht wenn ihr Kraft haben wollt oder sonst was, sondern beim Bodybuilding, dass ihr auch die Muskelgruppen separiert. Das heißt, wir gehen in einen seriösen, vernünftigen Dreiersplit oder Vierersplit über. Und selbst dann können wir uns noch zurückhalten. Wir steigern jetzt das Volumen. Wir sind jetzt in einem neuen Splitplan. Und wir gucken, dass wir den auf die Woche rüber eichen, genug Pause immer dazwischen haben. Und dann machen wir bereits schon immer das Training bis zur Erschöpfung. Aber auch da ist noch Platz nach oben. Die Gewichte werden noch stärker werden. Wir können eventuell an jeder Übung noch einen Satz anhängen. Das heißt, machen wir jetzt erstmal 3 Übungen mit 3 Sätzen pro Übung für die Brust, können wir immer noch 3 Wochen später mal 4 Sätze pro Übung machen. Das heißt, wir steigern das ganze Volumen immerhin auf 12 Sätze für die ganze Arbeit. Dann können wir noch hinterher vielleicht einen Auspowersatz, Liegestütz nochmal dranhängen oder nochmal Klimmzüge zum Schluss oder irgendwie so etwas am Rücken. Das können wir alles machen. Intensivtechniken. Es gibt so viele Intensivtechniken. Auch da können wir dann noch Gas geben. Intensivwiederholung, Reduktionssätze, Pitforce-Training und so weiter. All das können wir später dranhängen. Aber dann seid ihr drin. Das ist der Anfang von mir seid drin. Das ist die 3. Woche nach dem Abtrainieren und ihr seid drin. Und dann geht es stückchenweise progressiv nach oben. Das ist es. Von der Ernährung müsst ihr sowieso immer auf das Gleiche achten. Und da fangt ihr schon 3 Tage vorher an. Das ist immer der erste Schritt. Supplements ist der 2. Schritt, ebenfalls 3 Tage vorher. Dann das Training, 2 Wochen abtrainieren und dann seid ihr drin und es ist der Anfang und von da aus geht es nach oben. Ich hoffe, das hilft euch weiter als Tipp. So fange ich jedes Mal wieder an und schaffe es sogar innerhalb von nur 6 bis 8 Wochen auf dem alten Niveau zu sein. Altes Niveau ist bei mir meistens 3 bis 4 Monate kein Training gehabt dazwischen. Habt ihr also sauber eure Masse aufgebaut über die letzten Jahre und auch mal vernünftiges Training davor gehabt, dann funktioniert das so bestens. Und das selbst bei einem Regenerationsarsch wie mir. So. Wenn euch das Ganze was gebracht hat, gefallen hat, lasst mir natürlich ein Like da. Wenn euch dieses Format hier gefällt und beim nächsten Mal wird es wahrscheinlich auch wieder im Fitnessstudio sein, lasst es mich ebenfalls wissen. Kommentiert das Ganze, fragt mich und vergesst nicht, zurzeit ist der Live-Marathon noch während des Video-Uploads hier. Wir sind gerade noch in der ersten Woche. Da könnt ihr mir auch persönlich immer wieder die Fragen stellen. Kommt einfach dazu, schaut es euch mal an. Jeden Abend von 22 bis 23 Uhr außer freitags und samstags. Den Plan findet ihr oben im Kanalbanner.
Abonniert das Ganze, betätigt die Glocke, dann werdet ihr auch benachrichtigt. Ich bin jetzt raus. Macht's gut, bis bald.